Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. Begrüße ich Sie in meiner Privatsprechstunde. Heute spreche ich über das Schwitzen und zwar über das übermäßige Schwitzen. Werden Sie sich vielleicht ein bisschen wundern, aber hören Sie mal zu, was ein Kinderarzt, der in der Sprechstunde häufiger damit zu tun hat, was der darüber zu sagen hat. Das Schwitzen ist eine Eigenschaft des vegetativen Nervensystems. Genauer, es wird über das vegetative Nervensystem gesteuert. Es ist nur bedingt beeinflussbar, das Schwitzen, das ich meine. Sie denken natürlich zunächst an das Schwitzen, wenn man in einer heißen Umgebung sich aufhält oder wenn man feste arbeitet oder so. Nein, was ich jetzt meine und bespreche, das ist das Schwitzen, das ständig vorkommt, das übermäßige Schwitzen. Und das kommt relativ häufig bei kleinen Kindern vor. Die haben ständig nasse Hände und nasse Füße. Und da werde ich von den Eltern dann besorgt gefragt, was man denn da machen kann oder wo das herkommt. Und ich frage dann die Eltern, wer von ihnen beiden ist denn auch einer, der zum Schwitzen neigt? Und einer von den Eltern ist dann immer derjenige, der sagt, ja, ich schwitze auch relativ leicht. Aber bei Kindern macht sich genau diese Eigenschaft eben darin bemerkbar, dass sie ständig feuchte Hände und feuchte Füße haben. Das bessert sich aber mit der Zeit, so dass ich die Eltern meist beruhigen kann und ihnen sagen kann, ihrem Kind wird es ähnlich gehen wie Ihnen. Es bleibt eben ein Mensch, welches zum vermehrten Schwitzen neigt. Es ist nicht wirklich schlimm, dieses vermehrte Schwitzen, aber es macht Veränderungen, die man kennen muss und die man mehr oder weniger bedingt auch behandeln kann. Vor allem an den Füßen macht sich dieses vermehrte Schwitzen bei Kindern bemerkbar, spätestens dann, wenn sie Schuhe tragen. Wenn diese Schuhe aus Gummimaterial bestehen oder aus Material, welches schlecht atmet, dann werden diese Füße in diesen Schuhen richtig nass. Und wenn sie über mehrere Stunden getragen werden, dann sieht der Fuß danach aus, wie wenn er stundenlang im Wasser gelegen hätte. Er ist so wellig, er ist aufgequollen und die Haut schält sich dann in den Tagen danach. Und diese Kinder werden mir vorgestellt in der Sprechstunde mit der Frage, liegt da ein Fußpilz vor? Und genau das ist der Grund, warum ich versuche, Ihnen das zu erklären. Genau das liegt nämlich in diesem Fall nicht vor. Ein Fußpilz erkennt man daran, dass nur wenig vom Fuß betroffen ist. Ein oder zwei Zwischenräume zwischen den Zehen zeigen diese Rötung und diese Abschuppung. Meistens juckt das auch. Aber das, was vom Schwitzen entsteht, die sogenannte Mazeration, die juckt nicht. Die tut auch nicht weh. Sie sieht einfach nur etwas dramatisch aus, wenn sich diese Haut dann so abschuppt. Ich merke das dann auch im Sommer, wo man sich eigentlich denkt, ja, da hat man doch normalerweise Sandalen an oder Flipflops. Das stimmt, dann kommt es nämlich weniger vor. Aber wenn es im Sommer regnet und die Kinder haben Gummistiefel an, dann ist es am schlimmsten. Im Winter kommt es natürlich auch häufiger vor, wenn die Winterstiefel angezogen werden. Die atmen meistens nicht so toll und entsprechend häufig kommt diese Mazeration vor. Sie werden fragen, ja, kann ich was machen gegen dieses übermäßige Schwitzen? Ein bisschen können Sie machen, wenn Sie den Tipp beachten, eben Schuhe zu tragen bzw. tragen zu lassen, die gut atmen. Oder Sie können versuchen, Salbei-Produkte Ihrem Kind zu geben. Salbei hat nämlich die Eigenschaft, die Schwitzneigung etwas einzudämmen. Allerdings muss man viel von diesem Salbei nehmen. Ein einfacher Salbeitee genügt nicht. Man muss dann schon einen konzentrierten Salbeitee ständig trinken, damit ein Effekt eintritt. Es gibt aber für größere Kinder und Jugendliche Salbei-Tabletten, die eben in konzentrierter Form den Salbei enthalten. Das kann man versuchen, ob das einen positiven Effekt hat. Es gibt schlimmere Probleme als übermäßiges Schwitzen. Man muss einfach nur wissen, was dadurch entstehen kann und das wissen Sie jetzt. Die Chassaignac-Verletzung ist eine ganz spezielle Verletzung, die es nur im Kleinkindalter gibt. Stellen Sie sich vor,
Sie haben ein Kind an der Hand und sie spielen das Engele, Engele, Flieg-Spiel. Und auf einmal schreit ihr Kind auf. Nägel kauen. Das ist doch etwas, was seit bestimmt vielen Generationen bis heute für die Eltern ein richtiges Problem ist. Und ich habe bei Kindern, wenn ich so etwas entfernen möchte, nicht allzu lange Zeit und nicht viele Versuche, weil wenn ich stärkere Schmerzen verursache, dann verweigert das Kind die Mitarbeit.